Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Teil 3 mittlerweile meines Let's Plays zu Lords of the Fallen. Und ja, finde Kaslo, genau, das ist unser Auftrag. Und im letzten Teil mussten wir merken, dass manche Gegner doch noch einiges von uns abverlangen. Ja. Und das werden wir uns jetzt hier auch nochmal genauer ansehen. Aha. Wieso ist denn jetzt hier keiner mehr? Hier etwa auch nicht. Das ist ja schön. Also heißt das einmal kaputt machen und das war's? Was meint er? Soll ich es nochmal probieren? So, die Kiste, die nehmen wir noch. Mönchsstab. Schön. Ah ja, genau, okay. Und war hier eigentlich noch was? Hallo? So, einmal, zweimal, dreimal und zack. Was ist das denn? Wir kommen gegen diese Streitkräfte nicht mehr viel machen. Wir müssen ein Versteck finden, einen Ort hinter Mauern mit Soldaten. Mächtiger Antanas, wir werden uns auf den Weg machen. Bitte bereitet euch auf einige Dutzend Flüchtlinge vor. Okay. Aha. Ist das jetzt hier eine... Ah, genau. Ich glaube, ich konnte das noch nicht öffnen, ne? An einer Stelle. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach, guckt mal. Genau, jetzt sind wir wieder hier oben. Alles klar. Gut, hier sind wir nämlich jetzt durchgekommen. Oh ja, jetzt bin ich völlig außer Atem. Okay. Kommt schon, Spinne. Ich werde auf jeden Fall... Na komm schon. Oh no, oh no. Okay, die sind einfach zu stark. Was soll ich dagegen machen? Meine Güte. Ja, klar. Kleine Kackspinne. Und das war's. Boah, Kinder, ey, wow. Gut. Ich komme wieder. Versprochen. Aber noch nicht jetzt. So, jetzt werde ich mal ganz kurz diesen Geistesruf-Splitter mal benutzen. Ah, schön. Super, dann muss ich das nämlich jetzt nicht mehr machen. Und... Hihihi. Ja, jetzt ist er wieder da. Das gibt's doch nicht. Zack und... So, hervorragend. Genau. Oh nein, dann ist der Dicke ja jetzt auch wieder da. So, aber der läuft ja ganz gut mit diesen wunderbaren Backstabs. Hey, hallo. Hula, hula. Zack. Oh, was hat der denn verloren? Streitaxt des Marodeurs. Na, das ist ja schön, dass wenigstens auch Waffen verloren werden können. So, hier unten war nämlich doch irgendwo ein Ausgang. Ne? Da stand doch irgendwas mit verlassen. Oh, und den kriegst du.
Wow. Okay, ich glaube auch, man kann. So und. Ach, okay. Naja, mit dem Kampfsystem, da werde ich mich noch vertraut machen. Ja, hier war echt nichts mehr zu holen für mich. Also mit den Spinnen, da wollte ich mich nicht noch weiter anlegen. Wenn du mit zwei Waffen kämpfst, kannst du nach einigen perfekt getimten Schlägen Spezialangriffe mit hohem Schaden pro Sekunde ausführen. Ja, ich sag ja, das Kampfsystem, das gilt es noch ein bisschen zu perfektionieren. Es gibt zwei uns Menschen bekannte Möglichkeiten, magische Runen zu verwenden. Na welche denn? Na welche denn? Okay. Können wir wieder. Ah, alles klar. Hier können wir also wieder rein. Wow. Gut, zu dir kommen wir gleich. Immer erst schön alles absuchen. Gut, nehmen wir. Da, 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 da. Ja, das war ein bisschen unachtsam von mir, aber okay. Da hinten. Da geht noch einer. Und hier sind sogar zwei. Oh. Na komm. Hör mal. Freund der Nacht. Na komm her. Der hat gesessen. Bitteschön. Eieieiei. Oh, was denn? Achso, da oben war genau der Speicherpunkt. Gut, gut. Dann werden wir mal schauen, was hier oben ist. Okay. Heieiei. Ah, das ging doch mal ganz gut. So, was haben wir denn hier? Ich muss schon sagen, versiegelte Rune klein. Ja, die Runen. Die Runen sind ja entweder. Oh, was ist das denn? Entweder um Zaubersprüche irgendwie, ja, die Zaubersprüche übrigens, ne? Da müsste ich auch mal wissen, wie die funktionieren. So, was habe ich denn jetzt gemacht? Hallo? Ah, gibt es hier noch einen anderen Hebel? Naja, zumindest habe ich ihn jetzt umgelegt, ne? Das ist ja. So sollte es bestimmt sein. Okay. Dann gibt es bestimmt auf der anderen Seite auch noch einen Hebel, der dann das Tor öffnet. Im besten Falle. Ha, Hallöche. Ich werde mal ganz kurz ein Schlückchen mir genehmigen. Wow. So, zack.
Ja, wie gesagt, den muss ich noch ein bisschen besser kontrollieren, aber dann geht's los. Würde ich sagen, gleichzeitig getroffen, ne? Jawohl, und hier ist der andere Hebel, sehr schön. Aber ohne Probleme. Okay, den Hebel hätten wir auch umgelegt. Dürfte das Tor ja jetzt offen sein. Und wer ist das? Das ist wer ist das? Hallöche? Wer sind Sie denn? Was ist denn los? Was ist mit deiner Hand passiert? Spinnengift? Es brennt, als hätte mich Adir selbst berührt. Du musst die Wunde aufschneiden und das Gift raussaugen. Okay, zu spät. Es hat sich schon ausgebreitet. Oh nein, der verwandelt sich doch nicht jetzt, oder? Was ist denn los? Wieso ist denn? Hallo? Wieso ist denn hier kein Sound? Ja, es tut mir sehr leid. Ihr müsst es tun. Okay, ich werde es tun. Ich tue es nicht. Ja, mach mal. Nimm meine Hand. Ich danke euch. Ich schulde euch mein Leben, Fremder. Moment, ihr gehört nicht zum Orden. Die Zeichen auf eurem Gesicht. Ein Geschenk des Gerichts, als Erinnerung an meine Sünden. Oh, Harkin. Bitte, ihr könnt die Axt jetzt herunternehmen. Natürlich. Sucht ihr einen Heiler? Wie komme ich in die Zitadelle? Ja, genau. Ja, genau. Du brauchst jemanden, der dich zusammenflickt. In diesem Zustand machst du es nicht mehr lange. Es tut mir so leid, dass kein Sound ist. Ich verstehe es gar nicht. Nun, ich bin der Heiler unter den Heilern. Und ja, die Ironie der Lage ist mir bewusst. Dann hast du auch Heilmittel. Ja, habe ich. Sie sind im Laboratorium. Laboratorium, aber dort wimmelt es von Roga-Dingern. Es hilft nichts. In diesem Zustand schaffe ich es nicht dorthin. Gut, nimm diesen Trank. Oh, sehr schön. So, Kaslo wurde verwundet. Finde ihn, bevor es zu spät ist. Das ist aber echt seltsam, oder? So, ich werde mal ganz kurz gucken, ob das bei den Optionen irgendwas damit zu tun hat. Gesamtlautstärke, Effektlautstärke. Nee, alles gut. Hört mal. Also, das ist ja mal ein Bug. Der ist ja mal richtig schlecht. Der ist ja mal richtig, richtig, richtig schlecht. Naja, gut. Was soll man machen, ne? Ich kann nur hoffen, dass wir da jetzt ja auch nicht irgendwie Musik haben, auf die wir jetzt wirklich verzichten. So, und hier. Zack und zack. Geht doch. Jetzt können wir den nämlich hier auch mal ausprobieren. Ah, ich dachte, vielleicht gibt es ja auch so eine Sturzattacke wie bei der Souls-Serie. Okay, also hier haben wir nichts. Aber ich höre es noch. Ich höre noch Geräusche. Von weiter unten. Ah, ist eng hier, ne? Haha. Direkt der nächste. So, gucken wir mal, was hier ist. Oh, die Nordmauer. Ah, die werden wir mal erstmal abgehen, oder? Er schießt da. Geht doch. Ich muss aber allerdings sagen, dass ich das Spiel bis jetzt doch ist. Also es macht schon echt Spaß. Also wirklich.
Wirklich, geht gut von der Hand. Und ich finde es auch ganz schön, dass es noch Gegenden gibt, wo man das Gefühl hat, nee, nee, hier sollte ich mich noch nicht aufhalten. Meine Güte, was war das denn für ein schneller Typ? Kampfhaltungen, bieten verschiedene Möglichkeiten. Meine Güte, ich werde mir mal ein Tutorial anschauen, glaube ich. Es scheinen ja echt viele Sachen zu sein, auf die man achten muss. So, neunte Nacht, Audionotiz. Na super. Oh, Leute, es tut mir echt leid, dass ihr hier drauf verzichten müsst. Na, machen wir. Was haben wir denn da jetzt? Lebendige Elemente, Beinrüstung, Mittel, lebendige Elemente. Das ist aber schön. Okay, die Tür ist verschlossen. Na gut. Dann können wir damit noch nichts anfangen. Wow. Fiese Gesellen hier. Oh, was ist das? Blitzwiderstandssplitter. Ja, man muss schon eigentlich ja echt alles mal kaputt machen, ne, um zu gucken, ob man nicht was Brauchbares findet. Oh, ich wette, ich finde den Kaslo erst, bevor es zu, wenn es gerade zu spät ist. Hier, bitteschön. Nein, ich will dich hauen. Ah. Erster alles. Hehe. Oh, was ist das denn da hinten? Na, da brennt's nur. Okay, also nicht wichtig. So, gibt es hier denn noch irgendwas? Okay, jetzt bin ich den Turm hier hochgekommen. Dann geht es jetzt noch hier runter. Alles klar. Und hier geht es auch noch lang. Die Hauptmauer. Die sollte ich mir mal angucken, oder? Was ist das? Hey, das sieht aus wie ein Magiehandschuh oder so. Schon besser. Magiehandschuh, ja. Hey, der Magiehandschuh ist eine einzigartige Waffe. Er nutzt magische Energie für verschiedene Distanzangriffe. Experimentiere mit allen drei Feuermodi. Okay, Tipp. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihn später zu modifizieren. Ah, es gibt Druckwelle, Granate und Geschoss. Yay. I love it. Okay, das sieht doch mal irgendwie nach einer Abkürzung aus oder so. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Momente mal. Ah, alles klar. Hier sind wir also. Okay, soll ich dann jetzt erst nochmal zurückgehen oder Nordmauer? Nee, wir gehen jetzt hier. Ja, wir gehen jetzt weiter. Meine Güte, da gibt es ja wirklich einiges zu entdecken. So, oh, da schießt einer. Hurra, hurra, hurra. Ich sehe nichts mehr. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott, jetzt schießt der gleich auch noch. Oh nein, 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 nein. Wie kann ich das denn machen? Ah. Hey. Ja, das war knapp.
Junge, Junge. Und ich... Oh, letzter Ausweg. Kurzschwert. Gut. Nehme ich. Nehme ich gerne. So, Leute, ich muss jetzt aber mal echt gucken, dass ich zurückkomme. Weil es hat keinen Sinn, hier weiterzugehen. Ich bin völlig... Ich bin völlig mittellos. Und deshalb werde ich jetzt ganz schnell zurücklaufen. So, genau. Hier lang. Ja, 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 ja. Oh, das ist da oben ein Banner. So, ich hoffe, dass ich mich jetzt richtig erinnere. Jetzt habe ich mich erschrocken. Und wie ich mich erschrocken habe. So, ich muss jetzt hier durch. Auch wenn ich hier noch nicht war. Oh Gott, oh Gott. Oh nein! Ach, wie schön, wie schön. Nein, oh Gott, der greift ihn an. Das Arsch. Ihr Arschis. Ja, und ich sehe schon, es ist wieder soweit, diesen Teil hier zu beenden. Ich werde mir ganz kurz meine Seelen noch zurückholen. Muss ich mal gucken, wie ich meine, wie ich mein Schild denn benutze. Ah, naja. Wahrscheinlich völlig überbewertet, ne, so ein Schild. Oh Mann. Hilfe! Hilfe! So, einfach mal rüberspringen. So, jetzt haben sie mich hier aber gut am Sack. Zack, zack. Okay, also wir haben sie aufgesammelt. Hoppa. Der scheint kaputt zu sein, unser guter Freund oder beziehungsweise vielleicht auch nicht Freund. Auf jeden Fall haben wir ihm einen Arm abgehackt. Gut. Hat nicht gereicht. Hat es trotzdem nicht geschafft anscheinend. Leute, mir hat es aber auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Also, bis denn, euer Smurlock. Bye, bye.